Was ist jetzt gerade passiert? Hab mich hingesetzt, ja, und muss dann jetzt wohl gerade eingeschlafen sein. Also mein ganzer Körper ist am Kribbeln, Kreislauf, als ob ich gar nicht geschlafen hätte. Von 100% auf null. Ich war immer, wie gesagt, dieser Arbeitsmensch. Es ist sehr schwierig, damit klarzukommen, jetzt noch. Ich habe Menschen hinter mir. Wenn es einer alleine wäre, der würde zugrunde gehen. Vorher war sie ein Energiebündel und jetzt kann sie nichts groß tun. Die täglichen Arbeiten im Haushalt sind für mich schon fast wie eine Qual. Man fühlt sich hilflos wie im goldenen Käfig. Die Erkrankung ist selten. Maximal 0,5% der Bevölkerung. Das ist schon sehr, sehr hoch gegriffen. Wenn ich einschlafe, schlafe ich ein. Was ist jetzt gerade passiert? Ich habe gerade gemerkt, dass mein Kreislauf wegging und dass meine Beine nicht mehr stehen wollten. Hab mich hingesetzt, ja, und muss dann jetzt wohl gerade eingeschlafen sein. Wenn man eine Einschlafattacke kriegt, kriegst du nichts mit. Wenn eine Kataplexie da ist, dann kriegt man sowas mit. Dann merkt man auch die Bemerkung von den anderen und das ist da meistens nicht sehr schön. Ja, man denkt dann, dass man dann Junkie wäre, drogenabhängig oder man geht einfach stumpf weiter und sagt, guck mal die oder so. Total fertig. Also dafür, dass es auch nur der Notfallwecker ist, dass ich vor 10 Uhr nicht aufstehe. Also mein ganzer Körper ist am Kribbeln, Kreislauf, als ob ich gar nicht geschlafen hätte. Ja, damit ich den ganzen Tag nicht verschlafe. Also um 10 Uhr ist wirklich so die Uhrzeit, wo ich denke, man muss auch aufstehen. Manchmal kommt es vor, dass ich vor 10 Uhr aufstehe, aber seltenst. Deswegen nenne ich das Ding auch Notfallwecker, weil man muss irgendwann mal in den Tag reinkommen. Oh, seid ihr zu mir noch mal ein bisschen kämpfen vielleicht?
einen mal richtig schön durchgekämmt. Okay. Haben wir's. Je nachdem, wie die Nacht war, ist es auch der Tag, der dann funktioniert. So wie heute, wenn ich jetzt aufstehe und merke, okay, es ist alles am Kribbeln, ich hatte nicht genug Ruhephase in der Nacht, kann es schwierig werden. Dann weiß ich auch genau, auf was ich dann achten muss. Morgen, Schatzi. Morgen. Ja. Hast du gut geschlafen? Nein. Nein? Ja. Ja. War zu unruhig, Albträume. Vorne drin. Ich bleib aber links stehen, ne? Vorher war sie ein Energiebündel. Hat viel gemacht, viel getan. Und jetzt kann sie nichts groß tun. Das ist alles doch ein bisschen, ja, schwierig. Dann ist sie manchmal auch launisch, wenn sie nichts machen kann. Wenn sie das nicht schafft, was sie sich vornimmt, ja, kann ich sie immer bloß sozusagen trösten. Sagen, es wird schon. Noch eine Frage? Ja, dann setzen wir einfach mal an. Das ist nur, dass noch da dazwischen steht. Und nochmal zurück dann auf ihn. Da gibt mir schon das Gefühl, dass wenn es nicht geht, dann soll ich es halt lassen. Bloß nicht zu überanstrengen, da irgendwas raus. Und das ist für mich, sage ich jetzt mal, es nimmt mir den Druck. Von 100% auf null. Ich war immer, wie gesagt, dieser Arbeitsmensch. Es ist sehr schwierig, damit klarzukommen, jetzt noch. Trotzdem, dass ich jetzt auch schon so lange zu Hause bin. Ich meine, ich habe die Möglichkeit, ich habe Menschen hinter mir. Wenn es einer alleine wäre, der würde zugrunde gehen. Und kannst ein bisschen so weiterschreiben. In der ersten Zeit verloren und verlassen, weil man merkt, dass irgendwas nicht stimmt. Aber ja, auch die Ärzte wussten zu Anfang nicht, was los ist. Und wie gesagt, die erste Diagnose war ja zum Teil Depression, wo ich ganz genau wusste, dass es das nicht ist. Ein Jahr nach der Diagnose ist die Krankheit halt da. Sie ist da, sie gehört zu meinem Leben mit, genauso wie mein Lebensgefährte. Wir müssen halt, wie gesagt, darauf achten, wie ich mich an dem Tag fühle, aber sie ist halt ständiger Bestandteil. Es ist nicht schön mit 31, sage ich jetzt mal so, viel Tabletten alle 2 Wochen aufzuteilen, einzupacken, da gucke ich mir das an und denke mir, es kann es eigentlich mit 31 nicht sein. Man weiß nie, wann was kommt, man weiß nie, wie man sich dazu als Betroffener verhalten kann, obwohl ich ganz genau weiß, ich kann gar nichts daran machen. Wenn ich einschlafe, schlafe ich ein. Immer diese Hoffnung zu haben, jetzt wo man draußen ist, bitte keine Kataplexie, bitte nicht einschlafen. Also es ist ein Druck da. Es ist wichtig, dass die Wohnung barrierefrei ist, dass die Türen breiter sind, dass ich jetzt auch den Duschstuhl bekommen habe. Die Dusche ist auch
wie man sagt, barrierefrei. Also ich brauche die Beine nicht zu heben. Also das ist schon auch ein Teil mit sehr, sehr wichtig für mich. Die Tabletten sind auch unter anderem dafür da, dass ich diese Angstattacken, Halluzinationen ein bisschen gedämpfter halten, also dass es unterdrückt wird. Und ich bin eigentlich froh, dass es so weit mit den Tabletten auch geht, es sei denn, es sind wirklich Extremsituationen. Als wir im Winter viel Schnee und Eis haben, sind wir von Reda-Wiedenbrück nach Hause gefahren und da habe ich eine Riesenangstattacke gekriegt.